Wir waren nicht sicher, ob wir hier noch jemals wieder Sport treiben können. Man ist ohnmächtig. Ja, und dann haben wir, wie der Teil so ist, man verfällt in einen Aktionismus. Wir haben alles leergeräumt, alles rausgeräumt, auf Haufen geworfen. Es war ja alles zerstört. Es hat eine Woche hier unten im Matsch gelegen. Da war nichts mehr von zu gebrauchen. 3 Jahre lang haben wir mit mehreren Leuten oder mit vielen Freiwilligen, mit Mitgliedern, mit Firmen alles wieder aufgebaut und sind einfach nach 3 Jahren froh, dass wieder alles im neuen Glanz erstrahlt. Also ich möchte mich vielmals beim Ministerium bedanken, denn ohne euch würde hier einfach kein Ball mehr rollen, muss man einfach so sagen. Seit dem 14. Juni 2024 rollt in Deutschland der Fußball. Es ist Europameisterschaft und die Menschen sind mit Herz und Seele dabei, wenn es darum geht, den Ball rollen zu lassen. Und zugegebenermaßen für ganz viele Fußballvereine im Land Nordrhein-Westfalen war das seit Sommer 2021 nicht mehr möglich. Denn im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe wurden ganz viele Sporteinrichtungen zerstört und seitdem heißt es Wiederaufbau. Und deswegen gratuliere ich sehr herzlich dem VfB Blessem aus Erftstadt. Sie haben es geschafft, Sie haben wieder aufgebaut und für Sie gilt jetzt, der Ball kann wieder rollen.